zu diesem Video. Heute gibt es mal wieder ein Upload von den Welpen, denn die sind saugroß geworden. Also wirklich, mir tut es schon fast in der Seele weh, weil umso größer die werden, umso schneller muss ich die Kleinen abgeben. Die sind jetzt mittlerweile 6,5 Wochen alt und haben schon ihre erste Wurmkur hinter sich. Aber noch keine Impfung. Das wird jetzt bald auch alles gemacht. Gechippt werden die auch noch. Aber ich denke, ich werde euch einfach mit zum Tierarzt nehmen und euch mal so ein paar Einblicke geben. Werden wir erstmal die Welpen so ein bisschen füttern. Denn es müsste gleich wieder soweit sein, dass die Hunger bekommen. Und dann geht es hier richtig ab. Deswegen fangen wir das jetzt schon an vorzubereiten, bevor ich die Kleinen alle wieder am Schreien habe. Beim letzten Mal habe ich euch ja auch schon gezeigt, wir haben hier so ein rundes Schälchen, in dem die dann essen. Doch wir geben denen heute nicht dieses Weichfutter, was ich euch im letzten Video gezeigt habe. Wir haben jetzt seit gestern damit angefangen, Trockenfutter einzuweichen und denen das zu geben, weil die ja jetzt schon so in ein paar Wochen zu den richtigen Besitzern gehen. Deswegen müssen wir die daran gewöhnen. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir denen einmal am Tag Trockenfutter einweichen. Heute sind es zweimal, dass wir das Trockenfutter einweichen, weil heute mit der Kami das auch schon bekommen. Und ansonsten bekommen die weiterhin den Brei gemischt mit der Milch. Das Trockenfutter weichen wir so ein, dass wir das zwar mit Wasser machen, aber die bekommen auch noch so ein kleines Fläschchen Milch dabei, einfach für den Geschmack und damit die das einfach besser essen und sich langsam umstellen, damit wir den Magen nicht überbelasten und direkt alles ändern und alles neu machen. Hier haben wir ja auch immer mit Milch und Wasser gemischt. Das bedeutet, das Einzige, was sich jetzt ändert, ist das Trockenfutter. Wir müssen das lang genug einweichen lassen, damit das auch wirklich so ein bisschen matschig wird. Also es darf natürlich nicht zu weich sein, weil dann gewöhnen die sich ja nicht richtig an das neue Kaufverhalten. Aber es muss auf jeden Fall so weich sein, dass wenn die es in einem runterschlucken, dass es nicht zu schwer für den Magen ist zu verdauen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Als erstes haben wir hier unser Futter, unser Trockenfutter. Das ist umgefüllt. Eigentlich ist das die Verpackung von der Milch. Aber das Trockenfutter ist von der gleichen Marke, also auch von Royal Canin. Denn ja, wir dachten uns, wenn man das alles von der gleichen Marke nimmt, ist es vielleicht einfacher für den Hund, was Neues zu bekommen. Und ja, hier ist jetzt so ein bisschen Welpenfutter drin. Das sind so ganz, ganz kleine Stücke, wie ihr seht. Und ja, davon tun wir jetzt so ein bisschen hier rein. Nicht zu viel, weil sonst essen die so viel, bis die brechen. Das ist auch nicht so gut. Hier müsst ihr gucken, dass der Boden bedeckt ist. Je nachdem, ich weiß ja nicht, ob ihr auch irgendwann mal Welpen haben wollt oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es bei uns so, dass wir den Boden immer so bedeckt haben, aber auch nicht zu viel, weil, wie gesagt, sonst fressen die so viel, dass die brechen. In die einzelne Schale hier tue ich noch etwas für unsere kleine Graue, denn die kann sich nicht bei ihren Geschwistern durchsetzen. Und ja, es gibt Menschen, die sagen, der Hund muss das selber lernen, der Hund muss lernen, sich beim Futter durchzusetzen. Aber ich bin davon einfach der Überzeugung, dass ich das lieber so mache, bevor der Hund einfach nicht wächst. Und die ist ja sowieso schon so klein und irgendwie auch nicht so richtig entwickelt. Das muss bei der alles noch kommen. Das hat auch der Tierarzt gesagt, dass sie den anderen einfach so ein bisschen nachhinkt. Und wenn wir die jetzt noch dem Risiko aussetzen, dass sie nichts zu fressen bekommen, weil sie sich nicht durchsetzen kann, weil man meint, die müsse das ja lernen, dann wird aus der niemals ein richtiger Hund. Und ja, deswegen ist mir das Durchsetzungsvermögen bei dem Hund egal. Und dafür gucke ich lieber, dass sie ordentlich frisst. Mal an mit dem Wasserkocher das Wasser heiß zu machen. Es kann sein, dass das Licht jetzt so ein bisschen im Video flackert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier unser Wasserkocher drin. Jetzt mal Wasser reinmachen. Wir haben unseren Wasserkocher immer zwischen 60 und 70 Grad. Der Wasserkocher geht zwar bis zu den 100 Grad, aber das ist zu heiß und dann müsste man viel zu lange warten, bis das abkühlt. Deswegen machen wir das immer zwischen 60 und 70. Das machen wir jetzt, das kleine Fläschchen mit der Milch. Und deswegen hole ich mir jetzt mal so ein kleines Fläschchen. Dann kommt da Wasser rein, bis zu den 80. So. Dann haben wir hier noch die Milch drinne, die die Welpen bekommen. Davon machen wir immer so 3 bis 4 Löffelchen rein ungefähr. Also wenn man jetzt den Welpen nur Milch geben würde in dem Fläschchen, weil die noch viel zu klein sind für dieses Weichfutter oder das, dann macht man da mehr Milchpulver rein, damit das dickflüssiger wird. Aber jetzt hierfür zum Einweichen reicht das auch, wenn man ein paar Löffel weniger reinmacht. Gut durchschütteln. So, dann können wir hier schon ein bisschen was reinmachen. Nur für den Geschmack.
Und hier drüber einfach so ein bisschen laufen lassen. Das vermischt sich ja eh gleich nochmal alles mit dem Wasser. Das reicht auch schon. Und dann einfach Wasser auffüllen. Da kann ruhig ein bisschen mehr Wasser rein, weil das Futter zieht ja die Feuchtigkeit auf. Und ja, das Futter wird dann im Allgemeinen größer und die Flüssigkeit geht dann auch weg. Dann ist das nicht mehr, schwimmt das auch nicht mehr alles so. Hier müssen wir jetzt erst warten, wenn die ein bisschen eingeweichter sind. Dann können wir noch mal ein bisschen was nachschütten. Wir müssen natürlich jetzt so ein bisschen warten, bis das hier ein bisschen eingeweicht ist. Aber in der Zeit könnten wir ja schon mal gucken, was die Welpen so machen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zu denen. Dunkel ist vor allen Dingen in der Ecke, wo die Hunde schlafen, habe ich mir gedacht. Ich nehme heute mal die Ringleuchte. Und ich würde sagen, wir wecken die Hunde jetzt mal auf. Guten Morgen. Hallöchen. Na? Unsere kleine Maus ist schon wach. Ja, hallo. Hallö. Oh, kleiner dicker Bauch. Fräulein. Ihr habt ja alle noch einen total dicken Bauch. Seid ihr noch satt? Oh, guck mal, wie süß. Da die Zunge draußen. Na du? Alles gut? Oh, Baby. Du auch? Guten Morgen. Hey, aufwachen. Also jetzt nur gerade mal so als Gedankenstütze, falls ihr die anderen Videos nicht gesehen habt oder falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Also das hier, die bleibt, also das Mädchen hier bleibt bei uns. Die heißt Hope, so hat mein Papa die genannt. Der kleine Junge hier hat jetzt auch ein Zuhause mittlerweile. Der hat noch keinen Namen, weil die Besitzer sich noch nicht entscheiden können. Der Schwarz-Weiße, der hat auch ein Zuhause und zwar geht er zusammen mit dem Schwarzen ins gleiche Zuhause und das freut mich wirklich sehr. Der hat nämlich schon einen Namen, der heißt Henry. Das Mädchen, was hier in der Ecke liegt, hat tatsächlich noch keinen Besitzer, aber ich denke, für die werden wir nächste oder übernächste Woche auch noch jemanden finden. Das weiß-graue Mädchen heißt Abby, die hat auch ein Zuhause. Das hier ist Betty, die hat auch ein ganz tolles Zuhause. Und das hier ist der Murphy. Der Murphy geht auch in eine Familie, wo Kinder sind. Also die gehen generell alle in eine Familie, wo Kinder sind bis jetzt. Gut, bei ihr wissen wir es noch nicht. Aber ich finde das schon echt ganz cool, weil dann haben die Hunde einfach auch Spielgefährten. Und ja, ich denke, es ist einfach schön, wenn Kinder und Hunde zusammen aufwachsen. Ja, deswegen denke ich, kann ich von allen auf jeden Fall sagen, dass die sehr viel Spaß haben werden in ihrem neuen Zuhause. Also ihr seht, die Welpen halten sich jetzt nicht nur noch in der Wurfbox auf, sondern wir haben jetzt hier das Gitter so ein bisschen verkleinert, weil vorher war das ja so ein richtiger Laufstall und haben das dann einfach vor die Wurfbox dran gehangen, denn wir fangen schon an, die Welpen sauber zu machen. Und dafür haben wir hier vorne diese Unterlage. Wie ihr seht, haben die jetzt auch schon ganz gut drauf. Und das ist so denen ihre Pipi-Stelle und Großes Geschäftsstelle, damit die einfach in ihrem Bettchen nicht irgendwo reinmachen, damit die auch nicht da drin liegen, weil dann fangen die auch so eklig an zu stinken und ich hasse das bei Welpen, wenn die stinken. Deswegen ist es besser, wenn die ihr Geschäft woanders machen als da, wo die schlafen. Ja, wenn die Welpen das mal nicht so gut checken, dass die rausgehen sollen und dass das die Matte ist für alles, was so raus muss, haben wir nämlich noch ein Spray gekauft und zwar ist es das hier. Und das Spray sprüht man nicht, wie meine Mama gedacht hat, auf alles, wo die nicht drauf machen sollen. Der ist nämlich auf unseren kompletten Teppich gesprüht und hat sich gefragt, warum die Welpen auf den Teppich laufen und da ihr Geschäft machen. Sie dachte sich so, wow, cool, die haben es wenigstens verstanden, weil wenn die auf eine Wiese wollen, dann haben die vielleicht schon das im Kopf, diesen Untergrund, wo drauf die machen sollen. Nein, Mama, es war nicht deswegen, es war, weil du dieses Spray da drauf gesprüht hast. Im Endeffekt ist das Spray nämlich dafür, dass da, wo man es drauf sprüht, dass die da ihr Geschäft verrichten. Im Endeffekt haben wir jetzt, wie ihr seht, keinen Teppich mehr, weil der so eklig war, dass man ihn einfach nicht mehr gebrauchen konnte und alles nur, weil meine Mama dachte, dass das Spray dafür wäre, dass die nicht da drauf gehen. Super. Noch eine Unterlage hin und zwar tue ich dann da drauf die Schüssel mit dem Essen, weil dann können die da vorne alles vollsauen. Ja, Leute, es ist eine neue Unterlage. Super interessant. So, Babys. Hier. Oh nein, Betty. Die hat den Schuss noch nicht gehört. Mit den Großen. Hope. Hey.
weiß nicht, die hat nie so viel Hunger. Eigentlich nicht so gut für das kleine Ding. Komm her. Da ist dein Essen. Also falls ihr euch jetzt fragt, warum die so viel zu essen bekommen, weil es ist ja schon ein großer Topf, den sie jetzt vor sich stehen hat. Aber das ist die jetzt auch nicht alles jetzt auf einmal. Das ist sie dann eher so intervallweise. Und dann geht die gleich mal wieder schlafen, dann wird die wieder wach, dann bekommt die was. Weil die Welpen bekommen jetzt so alle 5 Stunden was, wenn die früher kommen, manchmal auch alle 4 Stunden. Aber sie isst weniger und dafür öfter. Deswegen behalten wir das immer und stellen das weg, weil... Ich weiß nicht, aber wir müssen der ein bisschen mehr zu essen geben, weil die legt irgendwie überhaupt nicht zu. Man hat ja öfter mal bei Tieren, das eine Tier legt sofort zu und das andere Tier ist abgemagert, obwohl es ganz viel zu essen bekommt. Und bei ihr ist es halt eher der Fall, dass sie wirklich sehr viel essen muss, weil sie sonst gar nicht zunimmt. Einmal kurz, damit ihr hört, wie die schmatzen. Fütterung der Raubtiere. So ist das richtig. Die Mama guckt ihrer Tochter beim Essen zu. Diese Rasse ist extrem verschmust, gell? Die brauchen auch immer das Herrchen um sich. Ja. Mama liebt dich. Mama liebt dich. Hauk, schon wieder fertig mit Essen? Nein. Schau mal da. Ich glaube, die ist wieder satt. Ja, die ist wieder satt. Sind die fertig mit Essen? Und jetzt ist es meistens so bei denen, dass die jetzt spielen und dann verdauen die auch dabei. Deswegen machen die dann ihr Geschäft und dann gehen die wieder schlafen. Und so sieht eigentlich jeder Zyklus bei denen aus. Also es ist immer Essen, Spielen, Geschäft machen, Schlafen. Und das mehrmals am Tag. Und deswegen, ja, müssen wir jetzt nur darauf warten, dass alles fertig ist, weil dann können wir alles wieder sauber machen hier vorne. In der Zeit, wo die hier draußen spielen, machen wir da drin sauber. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Und ja, dann würde ich sagen, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, gerne in die Kommentare oder auf Instagram schreiben. Wie immer alles in der Infobox verlinkt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.